Schlapp, niedergeschlagen und müde. Finn fühlt sich wie immer im Winter einfach nicht gut. Er ist sich sicher, das muss an der dunklen Jahreszeit liegen. Experten sagen, dass der Mangel an Sonnenlicht zu einer Unterversorgung an Vitamin D führen kann. Das wiederum kann ernste Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Das Vitamin D spielt eine große Rolle zur Aufnahme von Calcium aus der Nahrung und den Einbau in den Knochen. Also insbesondere Kinder in der Wachstumsphase brauchen es. Also wenn es nicht Schmerzen im Bewegungsapparat sind und der Vitamin D-Mangel auch nur leichter ausgeprägt sind, dann ist es oft sowas wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsmangel. Denn auch da spielt Vitamin D in der Regulation des Immunsystems und von Entzündungsreaktionen eine Rolle. Um fit durch den Winter zu kommen, macht Finn sich Gedanken darüber, wie er an das nötige Vitamin D kommt. Eine gesunde Ernährung hält er für die beste Idee. Deshalb kauft er sich auf dem Wochenmarkt einen leckeren Fisch für das Mittagessen. Es gibt einige Lebensmittel, die das wichtige Sonnenvitamin enthalten. Zum Beispiel Champignons, Lachs, Butter, Avocados und Eier. Die Ergänzung durch Nahrungsmittel ist aber möglich und durchaus sinnvoll. Der Vitamin-D-Gehalt in Nahrungsmitteln ist allerdings nicht sehr hoch. Man sagt, nur 10-20% des täglichen Bedarfs kann man tatsächlich durch Nahrungsmittel decken. Sonst müsste man unmäßig viel der einzelnen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Frei nach dem Motto, wer Sport treibt, fühlt sich besser, versucht Finn es weiter. Er überwindet sich rauszugehen und trotzt dem kalten Wetter. Bewegung schadet nie und hält fit, doch auch Sport kann den Körper nicht mit genug Vitamin D versorgen. Also versucht Finn, jeden Sonnenstrahl zu erhaschen. 20 Minuten am Tag in der Sonne sind ausreichend, allerdings nicht im Winter. Es kommt auf die Intensität der Einstrahlung an und den Einstrahlungswinkel der Sonne, um die UVB-Strahlen wirklich zu bilden, die tief genug in die Haut eindringen. Das heißt, im Winterhalbjahr, selbst wenn die Sonne scheint, ist die Vitamin-D-Produktion praktisch gleich null. Das heißt, man muss im Sommer möglichst viel Vitamin-D tanken. Das ist der Vorteil. Vitamin-D ist ein fettlösliches Vitamin. Das wird im Körper Fett gespeichert und der Körper verbraucht es dann über die Wintermonate. Deshalb ist es eben wirklich so wichtig, wenn ab April die Sonne wieder rauskommt, dann möglichst darauf zu achten, viel auch rauszugehen. Bis dahin vergehen noch viele Wochen. Darum lässt Finn sich in einer Apotheke beraten. Ihm wird eines von vielen Präparaten empfohlen, das ihn mit ausreichend Vitamin D versorgen soll. Das ist genau die Empfehlung, die im Moment besteht und von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung herausgegeben wird, dass man im Winterhalbjahr von Anfang Oktober bis Ende März täglich Vitamin D einnimmt. Und die empfohlene Menge wären da 800 bis 1000 internationale Einheiten. Das würde 20 bis 25 Mikrogramm entsprechen. Und das kann man sich in der Apotheke oder in Drogerien frei kaufen. Das empfehlen wir allen unseren Patienten zurzeit. Gut beraten und ausgestattet mit dem nötigen Vitamin D kann Finn nun topfit in die kommenden Winterwochen starten. Und die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings sind dann auch nicht mehr weit.